Diese Sendung widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg. Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell. Neues aus der Region und Neues demnächst auch bei MEMA TV. Ihr regionaler Fernsehsender bietet zwei neue Fernsehformate an. Zum einen wird es eine regelmäßige Talksendung geben, Stadt- und Landgespräche mit regionalen Themen, so nach dem Motto, es ist uns nichts zu heiß und es lässt uns nichts kalt. Einen Podiums-TV-Club werden wir ebenfalls als neues Sendeformat vorfinden. Jetzt aber zu den Meldungen. Es ist nicht nur so manches Schall und Rauch, sondern Rauch kann auch Schall auslösen. Gemeint ist die heiße Diskussion um die Zeiten, in denen Raucher ihren Arbeitsplatz verlassen, um sich dem blauen Dunst zu gönnen. Personalvertreter laufen dagegen Sturm. Wie wird es zum Beispiel in der Stadtgemeinde Bruck an der Mur ablaufen? Die Schnapsideen werden immer mehr. Wir haben offiziell davon noch nichts gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das hier auf der Stadtgemeinde Bruck an der Mur in irgendeiner Form Kraft oder Platz nehmen soll, denn wir haben vor einiger Zeit einen wunderschönen Raum für Raucher eingerichtet und ich möchte sagen, auch unser Bürgermeister als langjähriger Raucher hat Verständnis für unsere Menschen, die fallweise ein Zigarettel rauchen und sich damit mehr oder weniger eine kleine Entspannungspause gönnen. Aber mir fallen ja noch viele, viele andere Dinge ein. Was wäre es denn mit jenen, die dann fallweise auch ihre Notduft verrichten müssen? Wird dann die auch noch abgezogen? Und wo fängt es an und wo hört es auf? Jetzt ist natürlich eine Frage schon zu beantworten. Die Zeit, die ein Raucher zum Beispiel in einer sogenannten Raucherkoje verbringt, verbringt er ja nicht an seinem Arbeitsplatz. Das heißt, er fehlt dort 20 Minuten, wenn im Tagesverlauf vielleicht insgesamt sogar eine Stunde. Eine Stunde weniger effektive Arbeit? Wenn man das so sieht, dann wird es natürlich schwierig. Denn ich wage zu behaupten, dass es nicht einmal in einem Produktionsbetrieb, wo ein arbeitender Mensch 8 Stunden an der Maschine steht, nicht auch in Summe eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gibt, wo er sich entspannen kann und ein bisschen von der Arbeit wegschauen kann. Also das gibt es nicht, dass ein Mensch 8 oder 10 Stunden permanent nur durcharbeitet. Deswegen sind diese Gedanken Schall und Rauch und sind auch extrem entwürdigend und menschenverachtend. Die HPLA für Forstwirtschaft Bruck an der Mur wurde durch eine umfassende Erweiterung und einen Umbau zu einem modernen Bildungszentrum. Es wurde die Fläche um insgesamt 7.100 Quadratmeter Nutzfläche erweitert, von 10.000 auf jetzt 17.000 Quadratmeter. Das war insofern notwendig, weil natürlich die Schule, der Nutzer, unser Mieter sozusagen, geänderte Anforderungen hatte. Es wurden zusätzliche Lehrangebote geschaffen. Es wurden aber auch im Internatsbereich beispielsweise die Standards angepasst. So wurden beispielsweise die bisherigen 4-Bettzimmer auf 2- und 3-Bettzimmer umgebaut und zusätzlich auch Räumlichkeiten geschaffen. Darüber hinaus wurde für den eigentlichen Lehrbetrieb wurden ebenfalls zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen, beispielsweise im neuen Kellergeschoss eine Werkstatt für Metallarbeiten, insgesamt auch Räume für Festivitäten, Turnsaal und Veranstaltungen. Das heißt, Sie haben Raum für die Zukunft geschaffen. Gemäß unserem Motto haben wir Raum für die Zukunft geschaffen. Ich denke, gerade in einer Bildungseinrichtung ist dieses Motto mehr als gut umgesetzt. Wir haben aber auch sehr, sehr viel in das Thema Energieeffizienz hier gesetzt. Das ist auch ein Thema, das uns als Bundesimmobiliengesellschaft sehr stark beschäftigt, wo wir hier viele, viele Akzente setzen konnten. Ist ja nicht ganz einfach in einer Bundesforstschule, die ja sehr nach Wald, nach Holz und so weiter riecht, dann plötzlich also mit Beton zu kommen. Wie stark war denn hier die Kooperation respektive die Konfrontation mit den Architekten?
Die Kooperation war bei diesem Bau eine wirklich sehr, sehr gute. Da muss ich auch unseren Nutzern und auch dem Lebensministerium als Auftraggeber herzlich danken. Ich glaube, wir haben hier einen sehr guten Spagat geschafft zwischen einerseits Einsatz des Materials Holz und andererseits natürlich auch Materialien wie Beton hier zu verwenden. Und wir konnten aber auch darüber hinaus, wie gesagt, im Bereich der Energieeffizienz viele, viele Maßnahmen gemeinsam umsetzen. Die HPLA Bruck an der Mur für Forstwirtschaft ist übrigens die einzige in Österreich. Sie bietet ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten und sehr viele machen davon Gebrauch. Die Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Bruck an der Mur ist die einzige Försterschule in Österreich derzeit. Hier werden also junge Schülerinnen und Schüler ausgebildet für Berufe im Forstwesen. Das ist also ein sehr weit umspanntes Feld, das also von Forstbetrieben über den Dienst in den Forstbehörden, über Landwirtschaftskammern im Förderungswesen bis hin zum Schuldienst oder auch bei Nationalparks bzw. bei der Wildbau- und Lawinenverbauung und zur Jagd geht. Also ein sehr breites Berufsspektrum, in dem also Schüler hier eine Grundausbildung erhalten. Herr Direktor, ist der Zuwachs an Schülern in der Tendenz höher, stagniert er oder nimmt er ab? Wir haben in den letzten Jahren wieder ein hohes Interesse an Schülerinnen und Schülern. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Einerseits boomt der nachwachsende Rohstoff Holz. Holz hat wieder eine echte Zukunftschance. Und das Zweite ist natürlich, dass unsere Schwesternschule vor einigen Jahren gesperrt worden ist und wir jetzt eben die einzige derartige Ausbildungsstätte in Österreich sind. Die Eltern werden sich ja immer fragen, wenn sie Kinder in eine Schule schicken, was wird aus ihm, aus ihr, welche Berufschancen haben die jungen Leute? Die Berufschancen sind einerseits gegeben im breiten Feld des Forstwesens. Da werden also ca. 50% unserer Absolventinnen und Absolventen werden diesen Beruf ergreifen. Dann haben sie natürlich mit der Reife- und Diplomprüfung die Möglichkeit, auch andere Berufe zu ergreifen bzw. ein weiterführendes Studium anzuschließen. Wie viel Theorie, wie viel Praxis? Es ist so, dass die Theorie auch wieder geteilt ist, einerseits in die Allgemeinbildung, die eben zur Reife- und Reifeprüfung führt, und auf der anderen Seite eben die theoretische Berufsausbildung und die praktische Berufsausbildung. Und das könnte man dritteln in etwa, also ein Drittel theoretische Berufsausbildung, ein Drittel praktische Berufsausbildung und ein Drittel in etwa Allgemeinbildung. Dazu kommen Praktika in Betrieben, die sie schon während der Schulzeit machen müssen. Man sagt, das ist ein gesundes Schulwesen. Das heißt, man ist sehr mit der Ökologie verbunden. Natürlich, also einer der wichtigen Säulen überhaupt im Forstberuf ist an sich die Ökologie. Wir wirtschaften nachhaltig mit der Natur. Das heißt, wir wollen so viel aus der Natur entnehmen, wie wieder nachwächst. Oder wir wollen also schauen, dass das Ökosystem verbessert wird. Das lernen unsere Schüler von Grund auf. Und ich denke also, dass unsere Schüler großteils mit der Natur sehr stark verbunden sind und damit natürlich also auch einen sehr gesunden Beruf haben, weil sie sich ja sehr, sehr viel in der Natur bewegen müssen. Zwei Kunstprojekte wurden in diesen Um- und Zubau integriert. So zum Beispiel ein Jahreslabyrinth. Der Steinboden des Schulhofs symbolisiert die Jahresringe der Bäume. Für die Schüler kein Irrgarten, sondern der klare Weg zum Ziel. Kommen wir nun zum Wetter. Heute früh minus 3 Grad, in gewissen Regionen stärkerer Schneefall. Ansonsten genießen wir einfach die frische Luft und die doch nicht allzu kalten Temperaturen. Minus 3 Grad gab es heute früh und die Tageshöchstwerte stiegen auf plus 3 Grad. Morgen gibt es noch einigen Schneefall, ansonsten eher klares Wetter und nicht sehr kalt. Die Temperaturen werden von minus 3 bis plus 3 Grad liegen. Das war Würstal aktuell für heute. Auf Wiedersehen morgen. Diese Sendung widmet Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg, die Stadtwerke Bruck, die Stadtgemeinde Kapfenberg, die Stadtgemeinde Bruck, die Mürztaler Verkehrsgesellschaft und der Wirtschafts- und Tourismusverband der Einkaufsregion Kapfenberg.